Einen wunderschönen, dann bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und danach werden wir natürlich ein Hardware-Video und so machen. Ich werde auch gleich die Ansicht switchen, also ich werde umbauen, dass wir die Kamera wieder von oben haben. Ich muss mal gucken. Die Firma ist Emmet und wir haben dann eine Ultra-HD-Webcam. Die wollen wir auspacken. Ich wollte eigentlich was anderes haben. Ich habe mich dann aber verschrieben. Aber das habe ich dann doch noch netterweise bekommen, weil ich wurde angefragt, ob ich darüber Videos machen wollen würde. Aber hier finde ich ganz gut mit dem Lichtkranz. Das wollen wir dann mal testen, wie das ist. Ja, dann würde ich sagen, dann baue ich um und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch. Am Tisch. Mit der Kamera Perspektive ein bisschen geändert. Macht sich für Unboxing halt wesentlich besser. So. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten nicht aufkriegen. Hier hoch. So. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung. Da gucken wir mal zuerst rein. Mit USB anschließen. Tigger ist gut jetzt. Wir haben auch eine Software, Meet Link. Also eMeet Link heißt die. Für Windows und Mac OS. Hier so ein Stativ mit bei abgebildet. Müssen wir mal gucken, ob das auch bei der Kamera jetzt mit bei ist. Oh, die ist größer, als ich gedacht habe. Nee, hier ist kein Stativ mit bei. So. Hier können wir dann die Folie abmachen. Hoppala, seht ihr gar nicht. So, hier könnt ihr die Folie abmachen. Dann könnt ihr. Aber ich lasse die noch drauf, dass sie nicht zerkratzt. 1080p, 60 fps. Hier ist die Kameralinse. Hier haben wir dann halt Licht. Ich bin mir gespannt, wie viel das bringt. Ich werde die Kamera auf die rechte Seite bei mir machen. Auf den anderen Monitor. Vielleicht bringt es ja auch noch ein bisschen Licht. Hier haben wir noch ein Mikrofon. Da mache ich mir nichts vor. Also die Kameramikrofone sind alle schrottig, also da habe ich noch kein Gutes gehabt. Außer damals beim Logitech C 240 oder so. Ein ganz, ganz altes Logitech, nur 720p. Da war das Mikrofon okay, also hat dort Doppelmikrofon gehabt, aber so wie es aussieht, hat die auch Doppelmikrofon. Hier ist gummiert. Hier ist gummiert, logischerweise, damit es vernünftig festhält und nicht rutscht. Hier haben wir dann eine kleine Schraube. Sieht man das? Ja, da kann man sie dann auf den Stativ drauf machen. Der Kabel sieht auch sehr lang aus. Oh, ein Störteil ist auch mit bei. Oh, wir haben. Das finde ich cool. Wenn sie beim Klettband auch ein bisschen personalisieren, hier steht Emmet halt drauf, die Firma mit dem Logo. Das ist ein Klettband. Kann man hier abmachen. Das mache ich jetzt nicht ab, weil dann habe ich die ganzen Kabel hier liegen. Das mache ich dann erst, wenn wir die Kamera anschließen. Hier oben haben wir dann auch noch so ein Lichtsymbol. Es könnte sein, dass die so eine interaktive Taste, also, ach Mensch, wie heißen die? Diese verdeckten Tasten, ich komme jetzt nicht auf den Namen, dass das so eine Berührungssensortaste ist, dass wir praktisch die Kamera anschließen und der Ring aus ist und dass wir hier drauf drücken, dann ist der Ring an und die Kamera brauchen wir nicht mehr benutzen oder so. Also, dass wir dann halt nur Licht haben, wenn wir dann eine kleine Lichtquelle brauchen oder so. Oder dass das Licht angeht, wenn wir die Kamerasoftware anmachen oder in der Kamerasoftware Licht anmachen. Vielleicht kann man das dann auch separat dann noch, dass man die Software halt, zack,
zwar auf hat, aber hier immer drauf drückt, wenn es schneller geht und dann Licht hattet, wenn wir den testen. Verarbeitung sieht sehr gut aus. Staune, dass sie so breit ist. Also das ist schon ein ganz schöner Kavenschmann, muss ich mal so sagen. Die ist fast so groß, die ist ja größer als die Brio, glaube ich sogar. Ja, das werden wir dann mal testen. Also werde ich dann natürlich auch ein Video machen, wenn wir sie anschließen werden und testen werden. Ich bin da mal sehr gespannt. Also mit dem Licht, das finde ich interessant. Vielleicht bringt es mir noch ein bisschen was von rechts, weil da habe ich ja keine Kameraleuchte stehen. Dass es mir von rechts noch ein bisschen ausleuchtet. Also mich von rechts ein bisschen ausleuchtet. Die Software werde ich natürlich auch runterladen. Ich weiß jetzt nicht, ob der PC die automatisch runterladet. Oder hier steht Emmet. Oder ob wir die jetzt selber runterladen müssen. Eine Adresse steht auf jeden Fall mit bei. Hier haben wir auch noch Support at emmet.ai und www.emmet.ai. Also das ist die Webseite, so wie es aussieht. Hier haben wir deine Seriennummer, QR-Code. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. USB-Webcam. Na, da bin ich sehr gespannt. Das werden wir mal testen. Soll auf jeden Fall 1080p mit 60 FPS machen. Steht hier. Und Ringlight. Also Ringlight ist dann praktisch das hier. Ich bin gespannt. Und das ist die HD-Webcam Emmet C970L. So, nichtsdestotrotz wartet jetzt für das Video auch. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Unboxing ist ja soweit erledigt. Jetzt müssen wir die noch testen. Das war ich morgen machen, das Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.